Bei meinem Bewerbungsgespräch war damals die Option für zwei verschiedene Bereiche, Qualitätsplanung oder Entwicklung. Es war mit der damaligen Personalchefin und Mitarbeitern aus beiden Bereichen. Und nach der Präsentation der beiden Bereiche habe ich mich dann für die Qualitätsplanungsstelle entschieden. Mein Bewerbungsgespräch ist schon bald 15 Jahre her. Ich kann mich noch erinnern, es war der Personalchef und mein damaliger Vorgesetzter anwesend. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, es war ein nettes Gespräch und habe ich rausgegangen und bin gehofft, dass das was wird. Ich selbst bin über ein Assessment Center in die Firma gekommen. Wir waren also 17 Bewerber, die also hier von 9 bis 14 Uhr im Schauraum hier also gesessen sind und durchgetestet worden sind, muss man ganz klar sagen. Ja. Ich als Jugendlicher damals, muss ich sagen, als ein junger Erwachsener, habe das aber lustig gefunden. Ja, habe mich aber dann Gott sei Dank durchsetzen können. Also es sind zwei aus diesen 17 Leuten sind genommen worden und da war ich dabei. Ich habe mich natürlich im Vorhinein klarerweise über das Unternehmen erkundigt, ein bisschen was im Internet gefunden und so habe ich mich eben entsprechend vorbereitet und auch natürlich aufgrund der Stellenausschreibung. Bei Bewerbungsgesprächen ist mir wichtig, die Qualifikation der Bewerber, aber auch die persönliche Ebene und das kompetente Auftreten. Für mich ist natürlich wichtig einerseits die Ausbildung, die er gemacht hat, das heißt irgendeinen technischen Hintergrund, ja. Vielleicht eben der Ehrgeiz zum Automobil oder das Interesse zumindest fürs Automobil, ja. Und ja, die schnelllebige Zeit von Automotive ganz einfach dann mitmachen zu wollen. Ja. Dass man spürt, dass jemand das gerne will. Und dass wir das Gefühl haben, dass derjenige auch gut ins Team passt, was bei uns auch relativ einfach ist.